herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ein wunderbarer sonniger Herbsttag hier in Düsseldorf. Kai ist auch am Start und Käffchen getrunken. Kaffee getrunken, schick gemacht für die Ladies. Also ready für das Video. Wenn es ums Thema Frauen ansprechen geht, dann wollen ja die meisten Männer früher oder später auch eine Partnerin finden und in einer glücklichen Beziehung landen. Und darum soll es in diesem Video gehen. Wir erklären dir, wie du in so eine Beziehung landest und gewisse Fehler, die wir Männer alle machen und die wir auch früher gemacht haben, vermeiden kannst. Also viel Spaß mit dem Video. Den ersten Fehler, den wir Männer bei dieser Thematik machen, und bei mir war es früher nicht anders, wir denken einfach viel zu früh über eine Beziehung nach. Ja, als ich so Anfang 19 war, da war da dieses eine Mädchen, Sina, Sarah, ich hatte auf jeden Fall viele Mädchen mit Esther, und ich habe die auf einer Party kennengelernt, und ich lebte noch auf dem Dorf und da gab es halt nicht so viele Frauen. Ich habe jedes halbe Jahr mal irgendwie mal eine Frau kennengelernt, wo man sagt, okay, das könnte halt passen. Und ich wollte halt unbedingt mit dieser Frau zusammenkommen. So, ne? Und das erste Date, das war ganz okay. Wir haben uns dann so geküsst und sind uns so ein bisschen dann näher gekommen. So. Und am zweiten Date dachte ich, oh, die hat Beziehungspotenzial und wollte unbedingt mit dieser Frau zusammenkommen. Und dann, ja, war ich mit ihr so auf dem zweiten Date, dann haben wir irgendwie was getrunken und da fing ich an so, wie ist das eigentlich so mit Beziehung zwischen uns beiden? Und ich habe so gemerkt, so die Frau so, die hat so total verkrampft darauf reagiert, und ich weiß, wir haben es dann noch ein drittes Mal dann getroffen. Naja, aber da wollte sie mich schon nicht mehr küssen, und dann habe ich versucht, so über Textnachrichten, früher war es noch SMS, ne, versucht irgendwie das alles so in Richtung Beziehungen, sage ich mal, zu drehen, und ich habe einfach festgestellt, je mehr ich in diese Richtung gegangen bin, desto mehr hat die Frau das Interesse an mir verloren. Ja, gutes Beispiel. Das ist ja oft so bei uns Männern. Bei mir war es genauso. Wir versuchen dann irgendwie, die Frau in eine Beziehung zu kriegen, anhand von Worten, anhand von Nachrichten. Du hast ja dann geschrieben, hin und her. Aber so läuft das halt nicht. Frauen sind in der Regel auf Beziehung aus, ja. Aber auch da brauchen Frauen immer so eine gewisse Zeit. Die müssen auch erstmal warm mit einem werden. Da müssen Emotionen entstehen, ganz wichtig bei einer Frau. Und das klappt halt nicht, wenn man ja da so krampfhaft und hastig an die Sache rangeht. Da sollte man sich Zeit lassen, erstmal die Frau kennenlernen, der Frau auch die Möglichkeit geben, dich kennenzulernen, und dann schauen, wie sich das entwickelt. Viele Männer denken ja, dass man eine Frau, mit der man irgendwie Beziehungsabsichten hat, dass man die irgendwie anders verführt als andere Frauen, dass man da irgendwie seriöser dran geht, dass man da, was weiß ich, von Anfang an direkt sagt, Beziehungsabsicht, dass man mit dieser Frau irgendwie auch nicht so schnell schläft und dass man erst mit der Frau zusammenkommt und dann hat man Sex, ne? Und das ist halt totaler Blödsinn, ne? Du verführst halt jede Frau gleich, so, und bei Frauen, wo du denkst, das könnte in Richtung Beziehung gehen, mit der machst du dann einfach mehr, mit der, was weiß ich, verreist du mal ein Wochenende, ne? Mit der machst du halt irgendwie Sachen, die sonst nur Pärchen machen. Auf diese Art und Weise lernst du die Frau besser kennen und die Frau lernt natürlich auch dich besser kennen und kann anfangen, Gefühle für dich zu entwickeln. Ja, die Botschaft an dieser Stelle für dich, wenn du Frauen kennenlernst, die Beziehungsmaterial sein könnten, dann geh da nicht anders vor als sonst. Ne? Lern die Frau erstmal kennen, sprech das Thema Beziehung auch erstmal gar nicht an, sondern verbring mehr Zeit mit der Frau, habt eine gute Zeit und lernt euch gegenseitig kennen. Also mit dir und Sina ist nichts geworden? Ja, doch, doch. Nach 2 Monaten habe ich ihr dann eine Nachricht geschrieben, dass ich mich unsterblich in sie verliebt habe. Oh. Bin an den Flughafen gegangen, bin der Maschine hinterhergelaufen, habe geschrien, ich liebe dich. Dann hat mich die Stewardess reingelassen und im Beifall habe ich sie dann geküsst. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Wahrscheinlich lass lieber den nächsten Punkt ansprechen. Der nächste Punkt auch in der Kennenlernphase sollte sich dein Leben nicht nur um die Frau drehen. Das ist typisch für uns Männer. Wenn wir eine Frau kennenlernen, die wir toll finden, die Beziehungsmaterial ist, dann dreht sich unser Leben nur noch um sie. Und erst letztens bin ich da Zeuge von geworden. Wir hatten FIFA-Abend mit den Jungs und ein Kumpel von uns, der hing einfach den ganzen Abend am Handy. Und irgendwann meinten wir dann zu ihm, hey Digga, was ist los? Was machst du da eigentlich die ganze Zeit am Handy bei WhatsApp? Ja, und dann meinte er, ja, das ist so ein Mädel, die habe ich gerade frisch kennengelernt. Wir hatten ein Date, die ist total toll, ich schreibe gerade mit der hin und her.
Und ja, das Ding ist, er kannte die Frau halt noch gar nicht so gut. Ein Date erst gehabt und war dann den ganzen Abend, anstatt mit uns FIFA zu zocken, mit den Jungs abzuhängen, war dann die ganze Zeit bei WhatsApp irgendein belangloses Zeug mit dir hin und her am Schreiben. Wie war dein Tag? Wie läuft dein Abend? Was machst du? Und das ging dann auch die nächsten Tage immer so. Jeden Morgen hat er sie begrüßt, schönen guten Tag, einen schönen Bürotag wünsche ich dir. Und ja, nicht nur, dass er seine Jungs vernachlässigt hat und nur noch am Handy hing. Am Ende des Tages, so circa ein, zwei Wochen später, habe ich ihn gefragt, und wie läuft's denn mit dem einen Mädel? Und er sagte mir dann, ja, ehrlich gesagt, läuft da nichts mehr. Irgendwie hat die kein Interesse mehr. Ja, die meisten Männer, die gerade eine Frau kennenlernen oder in dieser Kennenlernphase sind und die ersten guten, positiven Erfahrungen gemacht haben, die denken jetzt, ja, jetzt muss ich mich nochmal richtig ins Zeug legen. Jetzt muss ich der Frau nochmal so richtig zeigen, dass ich Bock auf sie habe. Ne? Und dann stehen die halt morgens auf. Der erste Gedanke ist schon bei der Frau, soll ich jetzt irgendwie eine Nachricht schicken? So, hi, guten Morgen, Sonnenschein. Überlegen, soll ich hier einen Kuss-Smiley schicken oder nicht? Oder ist das wieder zu aufdringlich? Oder so, fahren dann zu arbeiten, wollen schreiben so eine Nachricht wie, oh, Montagmorgen, voll kein Bock. Ich würde jetzt viel lieber für dich was machen. Smiley, smiley, smiley. Naja, und dann sind die halt die ganze Zeit da im Austausch. Und ja, das solltest du halt einfach nicht machen. So, immer wenn du eine tolle Frau kennenlernst und irgendwie das Bedürfnis hast, jetzt sofort was zu machen, erstmal hösch, 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 hösch und vielleicht ein oder zweimal am Tag was schreiben, das reicht. Ja, genau. Für die Frau kommt das einfach komisch rüber, wenn du sie, so wie du gerade gesagt hast, den ganzen Tag mit Textnachrichten bombardierst. Sie wird, wenn du so agierst, nach und nach das Interesse verlieren, weil sie sich einfach denken wird, ey, was ist los mit dem Typen? Lernt er sonst nie Frauen kennen? Ist er so bedürftig? Bin ich jetzt so sein großer Traum, dass er mir so viel schreibt? Deswegen sieh zu, dass du das eher unterlässt. Genau, darum geht es letztendlich, dass du einfach, wenn du eine Frau kennenlernst, dein Leben weiterlebst, ganz entspannt mit der Frau dann schreibst, auch mal ruhig mal ein paar Stunden nicht antwortest, wenn du gerade auf der Arbeit bist, dein Leben geht weiter, dein Leben dreht sich jetzt nicht nur rein um die Frau. Und wenn du das ganz entspannt machst und der Frau dann, was weiß ich, zwei Nachrichten am Tag schreibst und einfach vorsteckst, hey, lass uns doch nochmal Mitte der Woche nochmal treffen, irgendwie was trinken gehen, ja, dann ist das in der Kennenlernphase viel besser, als wenn du die ganze Zeit nur am Schreiben bist. Ja, wir holen uns jetzt erstmal was zu essen. Mal gucken mal, ob es hier was Gutes gibt. Vorerst. So, was heißt denn hier? Dann guckst du mal in der Schule. Ja, okay. Ja, wenn man in der Stadt unterwegs ist und hübsche Mädels sieht, einfach mal ansprechen. Ne? Warum nicht? Das Ganze im Alltag zu integrieren, spart nicht nur Zeit, sondern macht doch echt Spaß. Ne? Du gehst gerade einkaufen, siehst eine, sprichst sie an und wer weiß, was dabei rauskommt. Genau, vielleicht heiratest du dann nächste Woche. Vielleicht. Oder auch nicht. So, frisch gestärkt vom Essen kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Und da geht es darum, dass du einfach nicht genug Frauen kennenlernst und darum Frauen direkt auf ein Podest stellst. Wenn es dir so geht wie mir früher, dann hast du eigentlich fast bei jeder Frau, die du kennenlernst, irgendwie das Gefühl, oh, die hat Beziehungspotenzial. Ne? Also bei mir war es auch so, immer wenn ich da eine Frau kennengelernt habe, irgendwie in meiner Klasse oder da in meinem Bekanntenkreis, dann war ich immer sofort in die Frau verliebt. Ne? Da waren sofort diese Gefühle, weil ich dachte sofort so, wow, die ist es. Ne? Und naja, ich habe überhaupt gar nicht dann, ich sag mal, die wahre Frau gesehen. Ich hatte die ganze Zeit nur die rosa-rote Brille auf. Und habe nur die guten Seiten in der Frau gesehen, irgendwie auch gar nicht so, mir so richtig Gedanken dazu gemacht. So, ja, ist diese Frau überhaupt so toll? Passt die wirklich gut zu meinem Leben? Sondern, nein, ich dachte sofort, die ist es und die Frau muss ich jetzt unbedingt für mich gewinnen und zu meiner Freundin machen. Die eine muss es sein, sonst wirst du niemals glücklich. Ja, dieses Emotionswirrwarr, was da entsteht, das entsteht halt einfach nur aus dem Mangel heraus. Du hast keine Auswahl, du triffst selten Frauen und wenn es mal dazu kommt, dann, ja, dann hängst du da krampfhaft an der Frau und möchtest sie unbedingt zu deiner Freundin machen. Ja, deswegen, wenn du da die Fülle hast, wirklich eine Auswahl an Frauen, 5 bis 10 Frauen, aus denen du auswählen kannst, dann entsteht das erst gar nicht. Und dann kannst du auch ganz anders an die Sache rangehen, viel entspannter, viel lockerer und dann auch wirklich die Frauen in dein Leben ziehen, die am Ende des Tages auch zu dir passen. Ja, du musst einfach verstehen, dass die Frauen, die du auf diese Art und Weise kennenlernst, einfach nie die besten sein werden. Ne? Und viele Männer, die heiraten dann solche Frauen, so die Frau, wo die sie erstmal kennengelernt haben und sie einfach nur, sag ich mal, zu ihrer Freundin gemacht haben, weil sie halt keine Auswahl hatten. Und natürlich sind die in den Beziehungen dann nicht so glücklich. Die ja, haben dann häufig Stress später. Ne? Es kommt zu teuren Scheidungen. Letztendlich
Das Beste, was du machen kannst, ist einfach erstmal die Auswahl an Frauen dir schaffen und aus diesen Frauen dir dann die richtige raussuchen und die dann zu deiner Freundin machen, wenn du später mal glücklich sein willst. Ja, und sind wir ehrlich, diese Auswahl an Frauen, die bekommst du halt nicht durchs Online-Dating, durch Tinder, Badoo und Co. Am besten ist es hier wirklich, wir haben es schon oft betont, zu lernen, rauszugehen und aktiv auf Frauen zuzugehen. Weil im Alltag hast du wirklich eine riesige Auswahl, sei es jetzt im Einkaufszentrum, in der Stadt oder in der Bahn, wo auch immer du deinen Alltag verbringst. Wenn du da lernst, Frauen anzusprechen und kennenzulernen, dann passiert das erst gar nicht mit diesem Mangelbewusstsein und mit dem, was Kai gerade geschildert hat, dass du halt irgendeine Frau auswählen musst, einfach nur, weil du nicht genug kennenlernst. Ja, deswegen, wenn das bei dir ein Thema ist, dass du einfach nicht genug Frauen kennenlernst und da gar nicht aus so einer Fülle schöpfen kannst, dann check mal den Link in der Infobox ab. Wir haben da ein gratis Beratungsgespräch, entweder mit Kai oder mit mir persönlich. Und wir schauen einfach mal in einem 30-minütigen Call, wie das bei dir aktuell ist und ob wir dir bei der Situation weiterhelfen können. Ja, mein Freund, da sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr konntet einiges lernen. Falls ihr es nicht gemacht habt, dann abonniert diesen Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Peace, Leute. Ciao.